Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe gerade mit einem Kumpel über die Wichtigkeit des Schlafens geredet. Ja, es ist sehr wichtig, ausreichend zu schlafen. Wenn wir nicht genug schlafen, dann sind wir müde und wir sind auch im Stress. Uns geht es nicht so gut. Wir werden schneller krank. Ja? Wir sind anfälliger für Krankheiten. Wir werden schneller krank. Und das ist alles nicht so gut. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ausreichend zu schlafen. Ich weiß, dass ich ungefähr 8 Stunden brauche. Ansonsten fühle ich mich nicht so gut, wenn ich weniger als 8 Stunden schlafe. Das merke ich sehr schnell. Aber bei anderen Menschen ist das vielleicht anders. Manch einer braucht nur 7 Stunden oder 6 Stunden. Manch ein anderer braucht vielleicht 9 Stunden oder 10. Ja? Und es ist sehr wichtig zu wissen, wie viel Schlaf man selber braucht. Und ich denke, man kann eigentlich auch nicht zu viel schlafen, denn der Körper, man wacht automatisch auf. Der Körper gibt einen sozusagen das Zeichen, ich habe genug Schlaf, es ist okay, und dann wacht man auf. Und dann weiß man, wenn man aufwacht, natürlicherweise, ohne dass man jetzt einen Alarm hört oder einen Wecker, dadurch merkt man, dass man genug Schlaf hat. Und so möchte ich es eigentlich bei mir machen, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe und dann automatisch aufwache, ohne dass ich mir einen Wecker stellen muss. Und aber am wichtigsten ist wirklich, also mehr noch, dass das Schlaf wichtig ist, wichtig, dass man einfach auf seinen Körper hört. Was braucht mein Körper? Ja, weil es ist eigentlich sehr seltsam, dass Bücher über Schlaf geschrieben werden, dass Leute darüber reden, wie wichtig Schlaf ist. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden, denke ich, weil viele Leute zu wenig Schlaf haben. Ja? Aber der Kern der Sache ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen nicht so sehr auf ihren Körper achten. Viele Menschen achten nicht so sehr auf ihre Bedürfnisse und was sie brauchen. Ja? Und deswegen ist die Botschaft eigentlich nicht, schlafe ausreichend, sondern die Botschaft ist, hey, hör auf deinen Körper, hör auf das, was du brauchst. Ja? Und dann wirst du selber herausfinden, wie viel Schlaf du brauchst, wie viel Lebensmittel, wie viel Nahrung du brauchst, wie viel du essen musst und wie viel Entspannung du brauchst, all sowas. Ja, und ich denke, bei all diesen Dingen, da gibt es gar keine Regel, die für alle anwendbar ist. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, jeder muss 8 Stunden schlafen, jeder muss so und so viel essen. Ja? Da gibt es keine Regeln, ja? Weil es für jeden unterschiedlich ist. Und um herauszufinden, was die richtige Menge ist an Schlaf, an Lebensmittel. Um das herauszufinden, ist es wichtig, dass man sich auf sich besinnt und auf seinen Körper. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Sag mir Bescheid in den Kommentaren und wir sehen uns morgen. Tschüss!